wieder hier seid bei Sonjas schneller Nummer. Jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig eingestellt habe. Ich habe ja ein paar Filmchen produziert, wo es nicht optimal war. Ich muss schauen, dass Kamera 1 läuft. Ich muss schauen, dass Kamera 2 läuft. Ich habe hier einen Monitor, wo ich mich selber dann auch überprüfen und anschauen kann. Dann habe ich hinter Kamera 2 noch einen Spiegel, damit ich das auch zeigen kann, was ich euch anbiete, und dann noch den Ton einstellen. Also ich bin technisch nicht so gut drauf, aber ich habe jetzt ein paar Mal geübt und ich hoffe, das funktioniert heute. Was mache ich heute? Natürlich wieder eine schnelle Nummer. Mag ich total gerne, und zwar mache ich heute Sperrex mit einer Honigglasur. Und das Tolle daran ist, ich kann die Beilagen auch aufs Backblech packen und dann habe ich alles zusammen fertig. Ich muss ganz wenig in der Küche stehen und das finde ich ganz toll an diesem Gericht. Und für meine Sperrex brauche ich natürlich Sperrrips und Salz und Lorbeerblätter. Da werden die erstmal im Wasser gekocht. Und für meine Honigglasur habe ich Honig, Chiliflocken, dann brauche ich noch Senf, so einen mittelscharfen, und natürlich, hoppala, und natürlich Salz, braucht man immer. Und als Beilagen serviere ich dann eben Karotten, kleine Kartoffeln und Zwiebeln. Und die Kartoffeln, die backe ich dann auf Thymian, dann habe ich Thymian-Kartoffeln und habe gleichzeitig auch mehr Geschmack. Und jetzt muss ich mir erstmal das Fleisch vorbereiten. Ich muss wieder meine Brille aufsetzen. So. Da habe ich eben wunderschöne Sperrrips von einer alten Fleischsorte, und zwar ist es das schwäbische hellische Landschwein. Das hat König Wilhelm I. von Württemberg 1820 zu züchten angefangen, indem er einige chinesische Maskenschweine mit zur Herde hinzugetan hat. Also das sind die Schweine mit dem schwarzen Kopf und mit dem schwarzen Hintern. Und das ist einfach eine robuste, stressresistente Rasse. Die haben ein zartes, saftiges Fleisch. Und ich achte immer auf Fleischqualität, und das sollte auch machen. Man braucht nicht so viel, lieber weniger und Gutes. Und jetzt fange ich mal an. Und zwar muss ich mir die Rippchen erstmal vorbereiten. Ich schneide das etwas überschüssige Fett jetzt hier hinten ab. Ganz so fett braucht man es ja nicht. Und dann muss die Silberhaut auch abgezogen werden. Und zwar muss man das ein bisschen vom Fleisch lösen. Geht am besten mit einem Messer. Und danach am besten mit einem Papier abziehen. Ich habe mir hier Wasser heiß gemacht, denn die Sperrrips, die koche ich erst einmal, und in das Wasser kommen rein die Lorbeerblätter, dann natürlich das Salz und dann die Sperrrips-Rippen, und das lasse ich dann langsam 45 Minuten köcheln. Man kann auch immer wieder den Schaum, der sich bildet, abschöpfen, aber 45 Minuten. So, meine Sperrrips habe ich rausgetan, ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt muss ich mir noch meine Honigglasur zusammenmischen, eben mit Honig. Dann brauche ich Salz. Dann habe ich hier Chiliflocken, je nach Schärfe könnt ihr mehr oder weniger verwenden, und einen mittelscharfen Senf. Das kommt jetzt hier rein und dann wird es vermischt. Und dann brauche ich noch ein bisschen Öl. Das habe ich jetzt vergessen, aber das macht ja nichts, damit es geschmeidiger wird. Ja, dann möchte ich natürlich auch
auf mein misslungenes Video hinweisen. Da habe ich einen Kürbiscurry gemacht, was Vegetarisches. Leider sind die Aufnahmen nichts geworden, aber ich habe trotzdem natürlich das Rezept geschrieben. Das ist, könnt ihr auf meiner Homepage einsehen. Das ist auch was Einfaches, kann ebenso mit Reis oder Kartoffeln serviert werden. Und dann natürlich könnt ihr mir jederzeit Fragen stellen. Also beantworte ich gerne alles, sofern ich es weiß. Und ich bin auch immer gerne bereit, für euch was zu kochen, was ihr euch wünscht, wo ihr eine Idee braucht. Ich habe ganz viele Rezepte und ich habe auch ganz viele Ideen. So, und jetzt müssen wir natürlich weitermachen. Ich habe ein Backblech mit Papier ausgelegt, dann muss ich nicht so viel putzen und waschen, abwaschen. Dann brauche ich noch ein bisschen Salz und Pfeffer, gebe ich auch drauf. Die Sperrrips, die kommen eben nochmal für 30 Minuten in den Backofen und drum habe ich eben Möhrchen genommen, die habe ich geschält und halbiert. Dann brauchen die nicht mehr so lange. Also die Kartoffeln halbiere ich, lege sie dann auf den Thymian mit Salz und Pfeffer. Dann mag ich auch total gern Zwiebeln. Und zwar lasse ich die in der Schale und halbiere die auch und gebe die aufs Backblech. Und die werden dann so ganz weich und sogar ganz mild und haben aber trotzdem noch einen total schönen Geschmack. Also das, und das ist ein einfaches Rezept. Da muss ich nicht viel in der Küche stehen mit Vorbereitungen oder kochen, sondern das mache ich und dann ist es fertig. Und das mögen eigentlich bei uns alle im Haus. Da brauche ich auch gar kein Fett auf das Blech geben, denn die Rückchen, die haben ja noch etwas Fett und das wird dann abgegeben. Den Backofen habe ich auf 200 Grad vorgeheizt. Ich mache immer ganz gern alles in Ober-Unterhitze. Und jetzt noch meine Rippchen mit der Honigglasur bestreichen. Und das mache ich dann immer wieder mal in den 30 Minuten, wenn die Sperrrips im Ofen sind. Und dann sind die Sperrrips mehr oder weniger schon fast fertig oder ich bin mit dem Kochvorgang fertig und würde mich freuen, wenn ihr das liken würdet oder auch einen Kommentar abgebt. Ich freue mich über jede Reaktion von euch. So, kommt drauf, da geben die Kartoffeln auch noch mal ein bisschen an Geschmack. Und dann geht es ab in den Backofen für 30 Minuten, immer wieder mal bestreichen und immer wieder mal wenden. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, und jetzt müsste eigentlich meine Sperrrips fertig sein. Jetzt hole ich sie noch schnell aus dem Backofen, dann freue ich mich wahnsinnig drauf. Richtig lecker. Sperrrips mit Kartoffeln, mit Zwiebeln, mit Möhrchen. Ein ganz tolles, einfaches Rezept. Könnt's gerne nachmachen. Ich hoffe jetzt auch, dass das Video geklappt hat, weil sonst habt ihr Pech gehabt. Und dann freue ich mich einfach über eure Reaktion. Macht es nach, probiert es aus. Meldet es an mich, gebt Kommentare ab. Und dann, ja, was passiert dann? Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Am Dienstag um 16 Uhr zu Sonjas schneller Nummer. Ciao!